Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier auf Martin TV. Wir sehen die Partie hier aus Leipzig und zwar, wir sehen RB Leipzig gegen Werder Bremen, 17. Spieltag in der Bundesliga und wir sehen auch, dass der vierte gegen den sechsten spielt, auch umgekehrt, Heimmannschaft ist natürlich Leipzig, also sechster gegen vierter, Timo Werner, auf den wir es auch ankommen. Aber auf der anderen Seite ist zum Beispiel auch ein Max Kruse. Das heißt, beide Teams haben einen guten Sturm. Und was dabei rauskommt, hoffentlich viele Tore. Beide Teams sind relativ gleich stark, würde ich sagen. Bremen hat gut investiert im Sommer. Und es zeigt sich schon über die ganze Saison. Da ist viel Erfahrung mit ins Boot gekommen. Und Leipzig hat halt einfach eine eingespielte Truppe. Das ist auch klar. Jetzt gucken wir uns gleich mal die Aufstellung an. Wer alles auf dem Grün steht am Anfang. Und da kommt die erste Aufstellung. Also Gulaschi ist bei Leipzig im Tor. Davor Halzenberg, Upamecano, Orban und Mukiele. Im Mittelfeld Kampel und Demme. Im offensiven Mittelfeld Forsberg und Sabitzer. Und im Sturm Werner und Paulsen. Auf der anderen Seite spielt natürlich Pavlenka im Tor. Dann kommt Augustinsson, Moisander, Veljkovic und Gebre Selassie. Im Mittelfeld Klaassen, Sahin und Eggestein. Und im Sturm Hanik, Kruse und Osako. So, dann geht's auch gleich los hier. Beide Teams wollen direkt anfangen. So ist es auch am besten. Leipzig spielt von links nach rechts. Hat angestoßen. Spielt in Weiß und Rot. Die Bremer in diesem, ja, Türkis, Dunkel, Grün, Blau, Trikot. Von rechts nach links. Und muss erstmal aufpassen hier, denn das ist schon mal Pausen, Dämme. Aber der schießt deutlich drüber. Und somit ist die erste Gefahr weg. Wir sehen aber hier auch noch, Max Kruse ist Vierter hier bei mir in der Torjägerliste. Und möchte sich natürlich da besser verbessern. Und da ist auch gleich schon ein Ball. Da ist Klaassen. Da ist Hanik. Wir sind in der 10. Minute. Ganz schön gefährlich. Hanik wollte hier wohl Gulaschi übertümpeln. Hat aber nicht geklappt. Und somit bleibt sie beim 0:0. Aber die Bremer kommt schon wieder. Das ist Osako. 33. Minute. Osako nimmt den direkt Volley. Aber der ist zu schwierig, um ihn reinzukriegen. Außerdem wäre auch Gulaschi da gewesen. Und er hätte gehalten. Aber jetzt kommt mal Sabitzer und Leipzig. Sabitzer prüft Pavlenka. Der ist aber auch genauso wie auf der anderen Seite ruhig und klärt es souverän. Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und wir haben immer noch kein Tor gesehen. Das ist bitter, aber es ist trotzdem ein gutes 0:0 bisher. Da ist Halzenkamp, der flankt. Da ist Forsberg. Forsberg schießt und macht das Tor. 1:0 für die Hausherren in der letzten Sekunde dieser ersten Halbzeit hier. Forsberg hat so lange kein Tor mehr gemacht. Und jetzt darf er endlich mal wieder jubeln. Und das zu Hause, das ist doch schön. Bremer waren einmal nicht vorsichtig hinten und aufmerksam. Und John rappelt es halt einfach. Da zieht er den Ball aber mal so richtig rein in die Maschen. Pavlenka ohne Chance aus der Entfernung, das ist klar. Und er macht sein viertes Saisontor. Und da hören wir den Abpfiff. Also, 1:0 geht es in die Pause. Die Bremer haben gut mitgehalten. Hatten eigentlich auch mehr vom Spiel. Und trotzdem liegen sie jetzt hier erstmal zurück. Können das natürlich alles in der zweiten Halbzeit nochmal verändern. Ob sie es schaffen, sehen wir. Und wir gucken jetzt erstmal die Statistiken noch an der ersten Halbzeit. Die sehen so aus, dass, ja, ich hatte es ein bisschen anders gesehen gehabt, aber anscheinend ist Leipzig doch ein bisschen besser gewesen. Und somit geht die Führung dann am Ende bisher auch erstmal in Ordnung. Aber die Bremer kommen schon mal, denn sie haben die zweite Halbzeit angestoßen. Verlieren hier allerdings den Ball.
und Leipzig spielt es locker runter. Und sie greifen jetzt erstmal selber an. 49. Minute, da kommt Mukiele. Mukiele flankt. Da ist Timo Werner. 50. Minute, 2-0. Nächster Schock für die Bremer. In letzter Sekunde vor der Halbzeitpause und gleich nach der Halbzeitpause kriegen sie hier das 2-0. Durch Timo Werner, Mukiele hier schön mit der Flanke. Und Timo Werner setzt sich super gegen Moisander durch. Tick früher am Ball und schon kann Pavlenka aus dieser Entfernung auch wieder nichts machen. Da muss einfach Moisander besser in den Zweikampf gehen, ins Kopfballduell. Aber Timo Werner macht dafür sein 10. Saisontor und er ist erstmal vor Kruse in der Torjägerliste bei mir. Osako geht runter, Finn Bartels kommt in der 57. Minute bei Werder Bremen. Und Klostermann kommt parallel auch noch für Mukiele bei Leipzig. Nächster Wechsel, 67. Minute, Kainz für Harnik. Die Bremer wechseln offensiv, positionsgetreu nochmal rein. Was Frisches auf dem Rasen. Und Saracchi kommt für Halstenberg. Das ist auch was positionsgetreues, allerdings bei Leipzig in der 70. Minute jetzt. Also was Frisches in der Defensive. Und die Leipziger kommen mit Pause mal wieder. Wir sind in der 73. Minute. Kampel. Oh, super, was auf Forsberg. Forsberg knuddelt vor Pavlenka und macht das 3-0. Seinen Doppelpack macht er perfekt in der 75. Minute. Da ist aber auch richtig ruhig geblieben vor Pavlenka. Super Pass natürlich auch hier von Kampel in die Schnittstelle rein. Und Forsberg macht den durch die Beine von Pavlenka ins Glück rein. Da sehen wir es nochmal. Pavlenka war ja noch dran, hätte es fast geschafft, es zu verhindern, aber es sollte nicht sein. Und somit hier das 3-0 für die Hausherren. 5. Saisontor für Forsberg und kann jetzt Bremen hier nochmal irgendwas machen. Wir sehen erstmal Forsberg quirlig hier im Angriff. Seine Statistiken, 3 Schüsse aufs Tor, 2 Tore hatte gemacht. Und wir sind in der Nachspielzeit in den letzten Zügen dieser Partie hier. Leipzig wird es hochverdient gewinnen. Bremen kam in der zweiten Halbzeit von ihnen gar nichts mehr. Da ist nochmal Kainz. Können sie hier noch ein 3-1 machen? Das ist die Frage. Kainz flankt. Aber das Glas nochmal. Und Gulaschi klärt nochmal zur Ecke. Muss er nochmal dran gehen. Sonst hätte es hier eingeschlagen zum 3-1. So aber nicht. Und für Schein kommt nochmal ein Spieler hier, für Kruse kommt nochmal Pizarro in die Partie. Kann er hier noch das Tor machen? Nein, kann er nicht mehr. Also, Abpfiff, 3-0 gewinnt hier Leipzig gegen Bremen. Und was für eine starke Vorstellung der Leipziger. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie ja gar nichts mehr anbrennen lassen. Haben ihren Stiefel runtergespielt. Und Forsberg ist natürlich hier Spieler des Spiels. 2 Tore aus 2 Versuchen. Das ist eine starke Bilanz. Statistikmäßig sieht es jetzt so aus, dass der Sieg komplett in Ordnung geht. Wie gesagt, Leipzig hat mehr gemacht als Bremen, mehr Ballbesitz, zwar weniger Ecken, aber das ist nicht schlimm. Und Bremen ist somit jetzt erstmal Vierter, denn sie haben mit Leipzig den Platz getauscht und haben, glaube ich, auch noch Gladbach überholt. Das weiß ich allerdings nicht mehr. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, hier diese Partie, würde ich mich gerne über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kanal-Abo, wenn ihr noch neu seid auf dem Kanal. Zuwachs ist schön und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.